Meine lieben RPG-Freunde, herzlich willkommen zurück zu Don's Adventure 3. Die Legende der Schachtelhalme. Tada! Und beim letzten Mal ist uns Ilmik komplett durchgedreht und hat meinen müssen, zusammen mit Don Quixote? Diesem komischen Schweinetypen mit der Propellernase gemeinsame Sache zu machen. So. Und jetzt stehen wir hier. Also sind wir hier. Ich stehe ja nicht wirklich. Ich renne hier herum. Und hoffen, dass wir nicht direkt so richtig fett in den Arsch kriegen. Ja. Eigentlich wollte ich auf die Statuswerte der Partymitglieder eingehen. Aber naja. Spiel wäre ja nicht Spiel. Sind glücklicherweise alle gesund. Wir haben relativ gut vorgesorgt, was Sachen angeht. Ich hoffe, das geht relativ gut hier. Wir müssen auf jeden Fall den zweiten Schachtelhalm retten. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir am Eimer. Obwohl, wir haben ja noch ein paar Optionen. Also, auf und davon. Ach, hier geht's ja noch weiter. Dann können wir ja noch ein bisschen trainieren. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es hier direkt zum Chef der ganzen Sache geht. Aber gut, wenn wir jetzt erstmal angegriffen werden, ist auch in Ordnung. Einfach mal alles angreifen, was da ist. Dürfte relativ schnell dann laufen, das Ganze. Oh, oh, oh. Don, was ist los? Du scheinst stumm zu sein. Kannst trotzdem hoffentlich noch zuhauen. Sieht aber schon fast nicht so danach aus. Ah, doch. Der Don kann immer noch angreifen. Das ist natürlich sehr gut. So muss das auch sein. Ich hoffe nur, dass wir hier relativ schnell durchkommen. Weil die Hexen tun dann doch so ein bisschen weh. Vor allem unser Wächterroboter hier, der scheint hier so ein bisschen Probleme zu haben. Vorhin noch Tee getrunken, trotzdem Halsweh. Naja, nicht wirklich Halsweh, ein bisschen belegt. Aber das soll mich nicht aufhalten. Denn wir haben hier einiges zu tun, meine lieben RPG-Freunde. Vor allem müssen wir gleich Sieglinde etwas verarzten. Das machen wir dann mit ein paar Brötchen. Badabba, badabba. Ohrwurm aktiviert. Ha, dieses Lied. Dieses Lied. Oh, wir kriegen ein Level up auf Level 7. Das ist doch wunderbar. Wollen wir gleich mal gucken. Giga-Heilspruch. Nein. Ich hätte gerne ein etwas besseres Leuchten. Schöner Leuchten für Arme. Obwohl, wenn wir den Giga-Heilspruch haben, können wir wahrscheinlich auch noch Leute wiederbeleben. Ah, ich bin gerade noch etwas Seelenklempner. Kuriert Verwirrung. Nein. Ist das Regener? Nein. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Giga-Heilspruch. Obwohl, nee. Nee. Ich bleibe lieber beim Blinken. Schöner Blinken. Mit, Feldi-Wittler. Nein. Schöner Blinken mit Don Miguel. So passt das besser. Also, Sieglinde hat auch Level 7 erreicht. Was machen wir denn mit der? Lichtstrahl blendet einen Gegner. Wieso nur einen? Zustandsstärke erhöht Resistenz gegenüber Zuständen. Was machen wir hier? Glaube, ich werde mal sämtliche Dingenszauber beibringen, sämtliche Elementarzauber. Kunigunde hat ein Level up. Was haben wir denn hier? MP-Verfall lässt MP eines Gegners. Nichtigung hebt positive Zustände des Gegners auf. Ich glaube, da werde ich auch sämtliche Elementarpfeile beibringen. Hast du Finsterschuss? Nee. Lichtschuss, hau rein. Und sonst keiner mehr ein Level up. Okay. Dann wollen wir mal. Das ist ja wohl ein Witz. Naja, wenigstens haben wir den richtigen Schalter gedrückt. Können wir einfach weiter. Beziehungsweise uns hier halt noch das
was da holen. Ist ja jetzt auch vorbei. Dann wollen wir mal. Ach so. Okay. Schon verstanden. Ich soll nochmal einen Schalter umlegen. Danke, Spiel, dass du mir das erst jetzt sagst und nicht früher. Wäre echt nett gewesen, mir zu sagen, beziehungsweise mir einen Schalter zur Verfügung stellen, den ich vielleicht drücken könnte, aber nein. Stattdessen müssen wir hier jetzt durch die halbe Botanik latschen. Und vor allen Dingen hier über dieses Kackgitter. Ja, lass mich in Ruhe, Don. Dann kommen wir noch nicht mal hier lang. Nein, wir müssen nach unten. Na komm schon, Don. Oh Gott. Ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen nochmal da oben hin und dann können wir hier durch. Ja, ja, Don, ist gut, ist gut. Wir haben es ja gleich mit der Höhenangst. Selber schuld, wenn du nach Lufenia gehst. Da musste sowas passieren. Aber nein, der Don, der will ja nicht hören. Und er hat auch noch Höhenangst. Tja. So ist er halt, unser Don. Dickköpfig. Spitzköpfig. Und voller dummer Einfälle. So, was haben wir denn hier so? Ziemlich viel Schmodder. Eine komplett offene Tür. Moment mal, von hier... Wir sind doch von hier gekommen. Oh, okay. Hinter dieser Türe liegt der Halm. Meine Sensoren spüren eine enorme Energiequelle. Hier wird uns Ilmik erwarten. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Okay. Hinter dieser Tür ist Ilmik. Ich hoffe, dass wir gut genug ausgerüstet sind. Ich möchte vorher noch alle heilen. Mit Sesambrötchen. Heilung, 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 Heilung. MP müssen wir nicht aufleveln. Ein bisschen müssen wir nicht heilen. So. Ich speichere mal spaßenshalber hier. Damit wir nicht gleich direkt bis das Ganze nochmal hier durchmachen müssen. Und zur Not dann einfach hier rundherum rennen können. 4 von 5 Schätzen. Immer der letzte Schatz, den ich nicht schaffe. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Dank der Kräfte, die Gilgamesch... Achso, Gilgamesch. Ja, stimmt. Don Quixote war ja der große Fette. Die in mir geweckt... die Gilgamesch in mir geweckt hat, bin ich mit der Energie von Brunus ausgestattet. Aber dein Vater ist doch tot, du Depp. Er hat gegen ein paar mickrige Orks verloren. Es waren hunderte, tausende Bazillionen Quieselpaxe. Was? Mehr als es Menschen überhaupt noch gibt, hoch 3. Wow. Das sind bestimmt viele. Ihr dagegen seid nur 3. Ilmix, jetzt sei vernünftig. Stell dich lieber in meinen Dienst und hilf mir, Geld zu verdienen. Wenn ich gewusst hätte, welche Kräfte in dir schlummern, hätte ich dich doch schon längst ausgenutzt. Stirb, du Narr! Jetzt müssen wir gegen Ilmik kämpfen. Oh, scheiße. Pass auf, Don. Ich erkläre es dir nur einmal. Um Ilmik zu retten, müssen wir ihn zunächst schwächen. Danach werfen wir einen Pokémon... verabreichen wir ihm den Max Skyscrap. Sage dir Bescheid, wenn wir Ilmik ausreichend geschweckt haben. Warum tippen wir nicht einfach? Eine Sorge weniger. Don, wie kannst du überhaupt nur daran denken? Ohne Ilmik wäre die Welt ärmer. Mit ihm auch. Und mit Ilmik werde aber ich ärmer. Na gut, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Starken Arm. Wir hauen mal einen starken Arm. Dann missbrauchen wir ein paar Skills, indem wir einfach etwas Bortax auf Ilmik werfen. Was haben wir hier denn noch? Demotivation auf Ilmik. Und was kannst du? Jab?
Eine rechte Gerade. Leberhaken kann den Gegner bewusstlos schlagen. Und Laseraugen. Mächtiger Lichtangriff. Dann wollen wir mal gucken. Weil mit weniger Angriff haben wir dann etwas bessere Chancen. Aua. Tu uns doch nicht weh. Oha. Das, also, Gift ist heftig. Na dann, hau drauf, ne? Also sonst machen wir kaum Schaden an Ilmik, aber das Gift, das haut rein. Das haut rein, wie irre. Und das ist nicht schlecht. Mein, guckt euch das an. 140. Das ist hart. Das ist echt hart. Meinen großen Heilspruch auf die Jute Siglinde hauen. Die kann ja mit ihren Skills toxisches Arsen. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so. Dann wollen wir mal gucken, ob das hier was nützt. Au, 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 au. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Aber glücklicherweise nicht so große Schmerzen, außer für Kunigund, die Arme. Aua. Aua. Okay, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Aber das Gift, das wirkt Wunder, wenn ich mir das so angucke. Ich glaube, ich nehme direkt ein... obwohl, nein. Wer ist schneller? Ich habe es gerade vergessen. Ich glaube, Siggi ist ein bisschen schneller. Das heißt, wir nehmen Siggi als Heilbitch gerade momentan. Kann Don nur helfen. Und mit dem Rest greifen wir an. Weil dem Don hat das dann doch ein bisschen sehr weh getan. Und der Wächter ist als... Ach, du Kacke. Autsch! Okay, der Wächter hat's... Der Wächter ist krepiert. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss sich jeder selbst helfen. Obwohl, eigentlich müssen alle nur Kunigund helfen. Und die demotiviert weiter den Ilmik. Vielleicht hilft's ja. Man kann ja nie wissen... Ah, ah. Also ganz ehrlich, das Gift, das haut rein. Das Gift haut richtig rein. Was haben wir denn hier noch so? Ach so, Don kann keine Skills mehr anwenden. Dann probieren wir es mal mit Siglinde. Die haut jetzt einfach mal mit Wasser rein. Einfach mal spaßenshalber. Und du haust den Marmeladenschuss drauf. Mal gucken. Ah, mir gefällt der Damage nicht, den Ilmik macht. Mir gefällt der Damage überhaupt nicht. Aber dafür gefällt mir der Damage, den Ilmik bekommt. Also von dem her. Halt, Moment. Wir haben gesagt, unsere Hellschlampe ist Siglinde. Notgedrungen, weil die am schnellsten ist. Und dabei bleibe ich dann Lichtschuss. Einfach mal spaßenshalber. Da, Ilmik ist jetzt zur Genüge geschwächt. Benutzt den Max Skyscrap jetzt! Der Max Skyscrap ist jetzt für Don im Itemmenü anwählbar. Sehr effektiv. Okay. Sehr interessant. Dann wollen wir mal den Max Skyscrap benutzen. Und, na gut, die Phönixfeder wäre jetzt ehrlich gesagt ein bisschen... Ja. Was machen wir jetzt? Halt, Moment. Kann sie eigentlich auch? Nein, nur Don kann. Schade eigentlich. Es wäre nämlich...
eine sehr schöne Idee gewesen. Luft. Ein zarter Lufthauch. Hm, okay. Geben wir mal Kunigund den Mega-Äther. Weil der kann es gerade am besten brauchen. Warum ist Kunigund kein Weib? Bei Kunigund, da denke ich immer Weib, aber es ist ja sogar ein Viber-Faceset und ein Viber-Charset rein theoretisch. Oder sieht das für euch aus wie ein Kerl? Ja gut, es ist halt ein sehr femininer Kerl mit einem femininen Namen. Passiert. So. Dann wollen wir mal. Der Max Skyscrap für den kleinen Ilmich, damit er wieder glücklich ist.